Der Anteil des Löwen, eine Fabel von Aesop. Es war einmal ein Löwe, der König des Waldes, der zusammen mit seinen Freunden, dem schlauen Fuchs, dem gerissenen Schakal und dem starken Wolf, auf die Jagd ging. Sie durchsuchten den ganzen Wald, bis sie einen sehr großen Hirsch fanden. Gemeinsam fingen sie ihn. Nachdem sie den Hirsch gefangen hatten, begannen sie darüber nachzudenken, wie sie die Beute aufteilen sollten. Der Löwe sprach dann mit seiner mächtigen Stimme: Lasst uns den Hirsch in vier Teile schneiden. Dann taten die Freunde, was der Löwe verlangt hatte. Sie schnitten den Hirsch in vier gleiche Stücke. Aber als es an der Zeit war, die Beute zu verteilen, machte der Löwe ein ernstes Gesicht und sagte: Das erste Stück gehört mir, weil ich der König der Tiere bin. Das zweite gehört auch mir, weil ich entschieden habe, wie wir es aufteilen werden. Das dritte Stück gehört mir, weil ich bei der Jagd geholfen habe. Und das vierte Stück, nun, ich möchte sehen, wer mutig genug ist, es zu nehmen. Fuchs, Schakal und Wolf waren überrascht. Sie hatten nicht erwartet, dass der Löwe alles für sich beanspruchen würde. Der Fuchs murmelte leise, während er sich zurückzog: Du bist gut darin, die Arbeit aufzuteilen, aber nicht darin, das zu teilen, was wir gemeinsam erreicht haben. Und so lernten sie, dass manche Menschen sehr egoistisch sein können, selbst wenn sie Freunde sind.